herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Gartenservice Weschenfelder. Ich bin der Fabi und heute geht es mal hier um den Anhänger. Es ist ein Stema WUM XT 1500, wenn ich richtig liege. Ich habe mir das nochmal ausgedruckt. Genau, WUM 1500 STS XT. Das heißt, es ist ein Absenkanhänger der Firma Stema. Ein Achser, 1,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Ich habe heute für das Video hier mal meinen Dumper draufgestellt als Beispiel. Man kann damit natürlich alles Mögliche transportieren an Geräten, Motorrädern, Kleinfahrzeugen, alles, was halt in die Spezifikation passt. Ich würde sagen, ich sage kurz was allgemein zum Anhänger und dann gehen wir mal genau auf diesen hier ein. Also wie gesagt, 1500 Kilo zulässiges Gesamtgewicht. Das heißt, wir haben eine Zuladung von 1120 Kilo, was dafür spricht, dass wir hier ein Leergewicht von 380 Kilo haben bei diesem Modell. Die Pritsche hier ist 2,51 Meter mal 1,53 Meter. Also es reicht für die meisten gängigen Gartengeräte, Motorräder oder ja, vielleicht auch mal ein Smart. Ich weiß nicht, ein Smart wird vielleicht von der Breite nicht drauf gehen. Da müsste vielleicht ein bisschen breiter sein. Aber sonst müsste da alles so ziemlich passen. Die Gesamtlänge des Anhängers ist 4,33 Meter, also von Deichsel bis Ende. Und die Gesamtbreite liegt bei 2,22 Meter. Dadurch, dass es halt ein Tieflader bzw. Absenker ist, müssen halt die Räder außen laufen. Und dadurch, dass es auch ziemlich ordentliche Schlappen sind, macht es halt den Anhänger recht breit. Wir haben hier eine 13 Zoll Bereifung, die typische Anhängergröße mit den 195 50 R13C mit einem Lastindex von 104. Das heißt, diese Dinger sind Schwerlast-LKW-Reifen bzw. extra Anhängerreifen. Die fährt man auch nicht irgendwie mit 2,5 Bar oder so, sondern der Nenndruck für diese Reifen liegt bei 6,2 Bar, die man in diesen Reifen fahren muss. Ansonsten habe ich jetzt bei dem Hänger noch eine 100er Zulassung, das zeige ich euch später. Und ja, denke ich, zeige euch mal, wie das so allgemein aussieht. Gut, nun schauen wir uns das Teil mal kurz von hinten an. Wir haben hier, wie gesagt, die Tempo 100 Zulassung. Dann haben wir hier die ganz normalen Rückleuchten, die auch austauschbar sind, ohne Probleme links und rechts. Und natürlich hier die Auffahrrampe, die dann, wenn er abgesenkt ist, dafür dient, die Maschine leichter drauf zu bringen. Ihr seht, jetzt ist hier noch das Kennzeichen. Das ist dann eben so, dass man hier an einem Stift zieht und das dann einfach umlegen kann, um eine saubere Auffahrrampe zu bekommen. Jetzt habe ich euch mal hier mit in die Hand genommen, um euch hier mal zu zeigen. Also wir haben hier auf dem Anhänger zwei Siebdruckplatten. Hier rechts ist eine, links ist eine. Die sind geteilt durch diesen Mittelsteg hier, der halt eben auch Zurpunkte hat, genauso wie hier rundherum um den Anhänger außen komplett Zurpunkte laufen, um Lasten zu verzurren. Jetzt kommen wir mal hier zum vorderen Teil des Anhängers. Wir haben hier ein Alko-Zugmaul mit, ja, mein Balk ist natürlich gerade gedrückt, weil ich hier rückwärts reingefahren bin. Ist jetzt aber nicht so schlimm. Dann habe ich mir hier noch eine Deichselbox drauf gebaut. Dazu kommen wir gleich später. Weil da habe ich immer meine Spanngurte und Sachen drin, die ich sonst noch zum Anhänger brauche. Wir haben hier ein massives Anhänger-Automatikstützrad, das sich dann eben runterklappt, wenn man ihn abstellt. An der Seite ist die Verstellhydraulik für den Anhänger. Wie ihr seht, ich habe hier schon noch ein bisschen dran modifiziert, da kommen wir gleich dazu. Standardmäßig kommt er nur mit der Pumpe hier, ohne die Pumpe, die da noch rechts sitzt. Ja, hier sehen wir nochmal das Typenschild des Anhängers. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. 1,5 Tonnen,
100 Kilo Stützlast hat er. Ich würde sagen, ich zeige euch mal schnell, wie man auf den Anhänger was auf- und ablädt. Beziehungsweise, nee, machen wir anders. Ich habe ja, wie gesagt, hier die Zusatzpumpe. Die habe ich vom Piero, vom Kanal der Kompressorschrauber. Der macht so schöne Umbausätze für die Anhänger, für alle möglichen Kipper oder halt alles, was irgendwie mit Handpumpe betrieben ist, um dann mit dem Akkuschrauber kippen zu können. Das ist eine optimale Geschichte. Ich meine, ihr bekommt diese Pumpen auch auf eBay oder so. Aber das Coole an Perros Sets ist, dass er euch das hier komplett liefert. Also er hat es hier geliefert mit dem Ansaugstutzen aus dem Tank, mit dem T-Stück. Es ist eigentlich Plug and Play. Ihr bekommt es komplett fertig mit Schläuchen. Ihr müsst es nur an eure Pumpe anbauen und müsst euch keine Gedanken mehr weitermachen. Ich verlinke euch seinen Kanal mal, beziehungsweise auch sein Video, wo er selbst zu der Pumpe gemacht hat. Das seht ihr dann, ja, wo ihr die auch bekommt. Er bietet die auch zu vernünftigen Preisen an, finde ich. Und das ist optimal. Wir sehen hier auch nochmal, zusätzlich ist hier eine kleine Anleitung drauf. Die sieht man jetzt schlecht wegen meinem Hydraulikschlauch, wie der Absenk- und Hebevorgang des Anhängers funktioniert. Aber das zeige ich euch gleich. So, nun geht es um den Absenk- und Hebevorgang des Anhängers. Als erstes, wenn ihr natürlich eine Last rauf oder runter fahren wollt, kippt ihr hinten das Kennzeichen um. Das habe ich ja schon gemacht. Und jetzt geht es hier um den Absenkvorgang. Da könnt ihr entweder hier mit der standardmäßigen Handpumpe arbeiten oder wie ich halt mit dem schönen Akkuschrauber. Ich habe hier den Akkuschrauber und hier ist die Stange, die ihr normal bekommt zur Handpumpe. Ihr müsst jetzt, um ihn abzusenken, erst einmal kurz pumpen. Ich habe jetzt hier ein bisschen Luft im System. So. Erstmal ein bisschen anpumpen, dann drückt ihr hier diesen Entriegelungshebel, der ist zur Sicherung, dass er nicht während der Fahrt plötzlich nach unten saust, und dreht dann hier das Sperrventil auf. Und dann seht ihr schon, was passiert. Er geht jetzt schön in die Knie und senkt sich hinten ab. Das geht auch einwandfrei, wenn er am Fahrzeug hängt. So. Seht ihr, jetzt hat er sich abgesenkt. Jetzt könnte ich meinen Dumper hier nehmen. Beziehungsweise ich zeige es euch einfach mal kurz. Jetzt ist er fertig mit Absenken. So, jetzt fahren wir hier den Dumper mal nach unten. Geht eigentlich recht einfach. Man fährt hier einfach über die Rampe und ist schon unten vom Anhänger. Und beim Beladen genauso. Fährt man halt einfach hier über die Heckrampe wieder wunderbar nach oben und schaut, dass die Last halt ungefähr auf der Achse steht, ein bisschen nach vorne versetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt. Man achtet dann darauf, dass die Last ein bisschen vor der Achse steht. Ist ja klar. Ist ja ein Einachser. Moment, dass man das auch gescheit sieht. Na, Last vor der Achse. Minimal. Damit. Also ja, der Dumper ist jetzt hinten natürlich wesentlich schwerer als vorne. Deswegen passt es in dem Fall. Weil es ja ein Einachser ist, ne? Damit ihr eure Stützlast nicht überschreitet. Weil wenn ihr den jetzt ganz nach vorne fahrt, dann kann es passieren, dass ihr zu viel Stützlast bekommt. So. Was ich auf dem Anhänger jetzt bisher als schwerstes transportiert habe, war mein Mini-Bagger. Den hatte ich da mal drauf. Hat auch funktioniert. Den kriegt man da auch hoch. Und ja, optimal so. Normalerweise fahre ich den Mini-Bagger auf meinem Saris Tandem, den ihr aus dem einen Video kennt. Der ist mir aber leider gestohlen worden und deshalb, bis ich jetzt einen neuen wieder habe und von der Versicherung mein Geld, ihr wisst, wie lange das dauert,
muss ich den Mini-Bagger leider gerade auf dem Anhänger fahren, obwohl das eigentlich nie der Plan war, weil der ist halt, der Mini-Bagger wiegt 1,1 Tonnen. Ich habe vorhin gesagt, wir haben hier etwa 1,1 Tonnen Nutzlast. Das heißt, dieser Anhänger ist hier ziemlich dann an der Grenze, wenn der Mini-Bagger draufsteht. Und jetzt zeige ich euch natürlich mal schön mit Pierus Pumpe, wie man den Anhänger ohne große Mühe wieder nach oben bekommt. Erstmal hier Rad wieder zudrehen, damit der Rücklauf dicht ist. Dann nehmen wir hier Akkuschrauber. Das ist jetzt mit einer 10er Nuss. Ich habe eine Verlängerung drauf, damit es ein bisschen angenehmer ist. Dann hier drauf und einfach Gas geben. Seht auch mal, wie lange es dauert. Das geht ruckzuck mit dem Akkuschrauber. Dann kracht es ein bisschen, weil die Verriegelung jetzt wieder reinspringt. So, jetzt merkt ihr, jetzt hat es Klick gemacht. Jetzt ist der Hebel hier hochgesprungen. Das heißt, die Verriegelung ist wieder drin. Dann geht ihr her, dreht noch mal kurz auf. So, habt ihr jetzt gemerkt, da ist noch mal ein kleines Stück nach unten, liegt jetzt auf der Verriegelung. Und so kann man dann mit dem Anhänger wieder fahren. Wichtig ist, bevor ihr jetzt losfahrt, natürlich dran denken, hinten das Kennzeichen wieder hochzuklappen, damit man euch natürlich auch erkennt im Straßenverkehr. So, ansonsten soll das jetzt mal die kurze Vorstellung gewesen sein zu dem Anhänger. Ich meine, was ich noch dazu erwähnen könnte, ich habe ihn gekauft beim Auto-Anhängermarkt in Reichenberg. Die kann ich euch auch nochmal verlinken, die haben ganz vernünftige Preise dafür. Ich habe für diesen Anhänger, so wie er da steht, ohne die Akkuschrauberpumpe natürlich, 3.900 Euro bezahlt. Und das finde ich ist okay für das, was man geboten bekommt hier. Ja, ich hoffe dann, ich kriege demnächst auch noch meinen Saris Tandem wieder. Wenn ich den habe, gibt es dazu natürlich auch noch mal ein Video. Ist klar, wollte ich eigentlich zuerst machen, bevor ich das Video zu dem mache. Aber nachdem der jetzt leider gestohlen ist, komme ich nicht drum rum. Habe ich jetzt erstmal euch den hier vorgestellt. Ja, hoffe euch hat es gefallen. Schaut auch mal bei Pero vorbei, falls ihr so eine Pumpe wollt. Und schaltet bei einem der nächsten Videos ein oder schaut mal, was sonst noch hier auf meinem Kanal Gartenservice Weschenfelder verfügbar ist. Gerne auch einen Daumen hoch da lassen und ein Abo freut mich, weil ich bin noch ein kleiner Kanal.